Phil Laude. Die Bahn ist übrigens das sicherste Verkehrsmittel. Also mit Sicherheit verspätet. Ach, Mensch, guck mal hier. Mein Glückstag, da ist noch Pfand drauf. Entschuldigung, könnten Sie Ihr Baby etwas leiser drehen? Ruheabteil. Oh Gott, das riecht ja schon wie im Dschungel. Ich kann das nicht. Hier über die Gleise gehen ist übrigens gefährlicher als rauchen, ne? Ein Zug und du bist tot. Ah nee, ich kann nicht gegen die Fahrtrichtung sitzen, da wird mir schlecht. Mir wird dann aber auch schlecht. Ja, Übelkeitstabletten sind in der Kulturtasche. Diese Idioten zahlen den doppelten Preis für eine andere Sitzfarbe und einen Schokoriegel, den es nicht mal immer gibt. Nie wieder, nie wieder. Schauen Sie mal da drüben etwas genauer aufs Ticket. Die Frau hat nämlich den falschen Zug gebucht. Ja gut, wo kommen wir denn da hin, wenn jeder schwarz fährt? Das ist Diebstahl an der Gesellschaft. Abführen. Anzeige ist raus. Wie kann denn das Zugticket teurer sein als Fliegen? Ich meine, klar möchte ich die Umwelt schonen, aber ich will auch meinen Geldbeutel schonen. Also die Bahn hat Wucherpreise, ja? Um auf diese Menge Kalorien in der Bahn zu kommen, könnte ich mir ein Eigenheim von kaufen. Ja, entschuldigen Sie, der Koffer steht über, das ist gegen die Betriebssicherheit. Sie müssen den hier oben reintun. Viel Erfolg. Macadamia? Was machst du da? Also du willst nicht wissen, wer hier alles schon hinuriniert hat. Nüsse sind gesund. Ich steck sie in den Mund. Die Haselnuss, die Pekannuss, die Macadam. Was denn? Das kenne ich aus dem Pädagogikseminar. Mein digitales Ticket. Ja, die Zukunft ist heute. Muss ich nur noch auf den Schaffner warten? Ach, guck mal, hier steht was auf Altdeutsch. Hundesarsch in tino naso. Was heißt das? Hundearsch in deiner Nase. Mashallah. So, jetzt sind wir fast da und ich wurde immer noch nicht kontrolliert. Ich möchte, dass dieses Ticket auch entwertet wird. Briefmarken haben auch nur einen Wert, wenn sie gestempelt sind. Wir haben doch noch 20 Minuten. Ja gut, aber wir müssen ja auch noch checken, auf welcher Seite der Ausstieg ist. Jetzt ist bald 31, der Zug sollte um halb hier sein. Mit Einsteigen sind das 4 Minuten Verspätung, dann gibt's wieder irgendeine unerwartete Baustelle, kann ich direkt ein Fahrgastrechteformular anfordern. Warum machst du Sonnencreme rauf? Fensterplatz. Aber es scheint doch nicht mal die Sonne. UV-Strahlung durchdringt auch Schleierwolken. Hallihallo, Hautkrebs. Ich brauche keinen Strand. Ich sage ja immer, Deutschland im Herz bedeutet Wandern im Harz. Wo fahren Sie denn hin? Ich habe für den Strom bezahlt. Ich werde auch den ganzen Strom nutzen. Ja, man fährt 2 Stunden länger, man muss 3-mal mehr umsteigen, aber die Aussicht ist viel schöner. Es war günstiger, oder? Es war viel günstiger. Ja, Komfort geht auch in der 2. Klasse. Gute Nacht. Herrlich. Was ist das denn? Mein Knofi-Thunfisch-Zwiebel-Frikadellensalat aus dem Thermomix. Willst du den happen? Boah, das stinkt so hart. Komm schon. So, Partytime. Stadtlandfluss oder Twister? Stadtlandfluss. Stadtlandfluss. Stadt, Land, Fluss. Also Twister. Wir haben genug Platz. Okay, Stadt mit K. Karstadt. Ach komm, ein bisschen Humor. Okay, Land mit K. Kaufland. Das ist doch lustig. Okay, und was hast du bei Fluss mit K? Kanalisation. Er fährt ein. Jetzt muss alles schnell gehen. Zum Glück habe ich einen Multifunktionskoffer. War Fehlalarm. Anschluss scheinbar verpasst nach halb. Ich hoffe, ihr verpasst den Anschluss nicht. Hier geht's zu einem weiteren Video. Abonniert Phil Laude, der ist echt keck. Ich muss jetzt aber los. Allerhöchste Eisenbahn.